So, für das Gulasch habe ich hier 500 Gramm Rinderhack. Das wird scharf angebraten zunächst. Dann einen kleinen Trick. Wir nehmen hier eine Paprikaschote, die kommt mit in den Gulasch. Und die wird gewässert mit kochend heißem Wasser. Dann im Topf fliegen lassen, alle anderthalb Minuten drehen. Ja, dann rausnehmen und schon kann man die Haut von der Schote wunderbar abziehen. Weil einer wie ich, ja, ich bekomme davon jedes Mal richtig starkes Sodbrennen. Deswegen Haut runter, Sodbrennen weg und Geschichte. Des Weiteren brauchen wir noch, je nach Gusto, 2 bis 3 Zwiebeln. Die schneiden wir in Würfeln. Die Schote wird in Streifen geschnitten. Das kommt dann alles zusammen nochmal mit ins Gulasch. Wird dann nochmal zusammen scharf angebraten, beziehungsweise angebraten. Und dann kommen noch 1,5 Liter Wasser circa drauf, das Ganze heiß werden lassen und die Soße wird dann angedickt und dann können wir auch schon anrichten. Ich nehme in der Regel immer Macaroni zum Gulasch, aber hier, die Nudeln hatte ich noch über, also habe ich die genommen. Ja, schmecken ebenfalls gut. Dazu noch einen Gurkensalat, auch wahlweise der Gurken-Tomatensalat, immer nur Tomatensalat oder Salat, den ihr mögt oder am besten gar kein Salat, ne? Ihr wisst ja, wie das ist. Ja, gut, das war's auch schon. Ja, wünsche euch Gelingen beim Nachmachen, guten Appetit. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Ralle. Ciao.